mit Jesus Urlauber. So, hier bin ich schon mal und muss mich gegen mein blöder Computer will nicht das hier zeigen. Also mein Computer schon, ne? Aber ich habe das eben in das andere Video nicht reingebaut bekommen. Dann zeigt er ein Standbild aus dem Film. Wer aufmerksam geguckt hat, hat's gesehen. Drecksau. Das ist das Logo, was ich hier gerne gezeigt hätte im letzten Film auch, aber nicht ging. Jetzt habe ich mir sowas gemalt, kann ich nicht in meine Kamera halten. Los, Teil. Ja, ja. Mein Verstand ist lösungsorientiert programmiert, da kannst du nicht mitkommen. Ja, so, und, ne, wo wir gerade dabei sind, muss ich mal richtig aufrutschen, so. Habe ich mir gedacht, so, ne, wollte ich immer schon die ganze Zeit, liegt jetzt seit Wochen hier bei mir auf dem Schreibtisch rum, aber ich bin nicht dazu gekommen, Videos zu machen. Ich würde euch so gerne was vorlesen. Und zwar ist das die Desiderata. Und, ja, googelt einfach mal selber, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, über die Entstehungsgeschichte der Desiderata von Max Ehrmann, geschrieben 1929 irgendwann. Und dann ist sie halt auch sehr bekannt geworden. Aber ich habe sie selber erst in Göteborg beim Viktor an der Wand hängen sehen, habe die vorher nicht gekannt. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh meine Fresse. Das ist so quasi die ganze Weisheit, die ich in den letzten 8 Jahren mit Löffeln fressen durfte. Und ja, Mann, meine Weisheit habe ich mit Löffeln gefressen. Und zwar jeden einzelnen und verdaut. Mhm. Aber das ist nicht die Weisheit, das ist nicht mehr als meine. Stand dann hier auf dem DIN A4 Blatt. Ich lese mal vor. Einfach toll. Gehe gelassen inmitten von Lärm und Hast. Und denke an den Frieden in der Stille. So weit als möglich, ohne dich aufzugeben, sei auf gutem Fuß mit jedermann. Sprich deine Wahrheit ruhig und klar aus und höre andere an, auch die Langweiligen und die Ignoranten, denn auch sie haben ihre Geschichte. Meide die Lauten und Streitsüchtigen, sie verwirren den Geist. Vergleichst du dich mit anderen, kannst du hochmütig oder verbittert werden. Denn immer wird es Menschen geben, die bedeutender oder unbedeutender sind als du. Erfreue dich am Erreichten und an deinen Plänen. Bemühe dich um deinen eigenen Werdegang, wie bescheiden der auch sein mag. Er ist ein fester Besitz im Wandel der Zeit. Sei vorsichtig bei deinen Geschäften, denn die Welt ist voller Betrügerei. Aber lass deswegen das Gute nicht aus den Augen, denn Tugend ist auch vorhanden. Viele streben nach Idealen und Helden gibt es überall im Leben. Sei du selbst. Täusche vor allem keine falschen Gefühle vor. Sei auch nicht zynisch, wenn es um Liebe geht. Denn trotz aller Öde und Enttäuschung verdorrt sie nicht, sondern wächst weiter wie Gras. Höre freundlich auf den Ratschlag des Alters und ergib dich mit Anmut den Dingen der Jugend. Stärke die Kräfte deines Geistes, um dich bei plötzlichem Unglück dadurch zu schützen. Aber quäle dich nicht mit Wahnbildern. Viele Ängste kommen aus Erschöpfung und Einsamkeit. Bei aller angemessenen Disziplin sei freundlich zu dir selbst. Genau wie die Bäume und Sterne, so bist auch du ein Kind des Universums. Du hast ein Recht auf deine Existenz. Und ob du es verstehst oder nicht, entfaltet sich die Welt so, wie sie soll. Bleibe also in Frieden mit Gott, was immer er für dich bedeutet. Und was immer deine Sehnsüchte und Mühen in der lärmenden Verworrenheit des Lebens seien,
Bewahre den Frieden in deiner Seele. Bei allen Täuschungen, Plackereien und zerronnenen Träumen ist es dennoch eine schöne Welt. Sei frohgemut und strebe danach, glücklich zu sein. Wenn ihr euch auch nur ansatzweise so viel gibt wie mir, dann hat sich das für mich schon wieder gelohnt, es hier einfach nochmal vorzulesen. Dankeschön und bis bald. Und hier, ne, ich mag es nochmal überall. Jetzt wird das überall gezeigt. So geht das. So macht man Dinge bekannt. So einfach. Jeder kann damit machen. Total einfach. Diesen hier und hier. Diesen natürlich, ne? Frieden. Peace out. Und ja. Nur gespannt, was noch so kommt. Eigentlich.